Die Internationalen Tage, ein Kulturengagement der Firma Böhringer Ingelheim, finden in diesem Jahr vom 12. August bis zum 21. Oktober statt. Das frisch sanierte und erweiterte alte Rathaus in Niederingelheim bietet Gelegenheit, historische Architektur und Kunst in einer Symbiose zu erleben. Herr Dr. Luckert, nach 3 Jahren Pause finden die Internationalen Tage zum ersten Mal wieder in Ingelheim selbst statt. Dieses Mal ist das Thema Mensch, Skulptur. Wie kamen Sie zu diesem Thema? Grundgedanke war, dass wir jetzt bei der Erstpräsentation des renovierten und sanierten und erweiterten alten Rathauses die historischen Rundbogenfenster nicht wieder verplatten, wie sonst immer üblich in der Vergangenheit, sondern sie offen lassen. Das heißt, in diese Räume kommt jetzt ganz wunderbares Tageslicht als Streiflicht und das ist eigentlich die Idealvoraussetzung, um Skulptur zu zeigen. Mir ging es darum, jetzt den Besuchern die Verschmelzung zu zeigen von Architektur und Kunst in Form von Skulptur. Wie lange dauert es von der Findung des Themas bis zur fertigen Ausstellung? Naja, also das kann man nicht so allgemein beantworten. Also jetzt für die Ausstellung Mensch Skulptur, denke ich mal, hatten wir ungefähr ein Dreivierteljahr Zeit. Wir sehen hier eine ganze Menge Objekte, die aus sehr renommierten Museen stammen. Ist es leicht, diese Objekte zu bekommen? Ich muss gestehen, dass bei diesem Projekt die Schwierigkeiten enorm waren. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum, aber die Kollegen in den Museen waren extrem leihunfreudig. Und es war schon ziemlich schwer, das Material hierher nach Ingelheim zu bekommen, in der Qualität, in der ich es haben wollte. Denn wir zeigen hier wirklich internationale Kunst auf internationalem Niveau. Die Objekte, die wir jetzt hier sehen, sind ja alle wunderschön. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie mir 3 Objekte zeigen und erklären würden, die Ihnen besonders am Herzen liegen oder zu denen Sie eine ganz besondere Beziehung haben. Also wir stehen ja direkt vor einem solchen Objekt, der großen Arabeske zweite Position von Edgar Degas. Degas, der berühmte französische Impressionist, als Maler bekannt, hat in seinen späten Lebensjahren Skulpturen geschaffen, die aber gar nicht zum Ausstellen gedacht waren, sondern er hat bei nachlassender Sehkraft diese Figuren abgetastet, sich die Körperlichkeit gemerkt und dann zeichnerisch aufs Papier gebracht. Diese ungewöhnliche Hand ist von Auguste Rodin ungefähr um 1900 geschaffen. Und ich finde dieses Objekt so faszinierend, wie er in dieser Überdimensionierung dieser verkrampften Hand eine Dynamik findet, die ganz ungewöhnlich ist. Diese Hand ist ganz sicherlich nicht in dem Kontext einer Figur geschaffen worden. Man kann sich dann jetzt vorstellen, was könnte das für eine Figur sein, an die eine solche verkrampfte Hand gehört. Das muss ja eine Figur sein, die unter Gewalt leidet. Und diese Energie, die zeigt dieses Objekt, finde ich sehr deutlich. Ich war selbst überrascht, als es aus der Kiste kam, wie groß es war. Denn ich hatte es vorher nicht im Original gesehen, sondern kannte es nur aus der Abbildung. Und war umso begeisterter, dass diese Hand in ihrer Größe so derartig präsent ist. Wir stehen jetzt vor dem 3. Objekt und ich bin ganz gespannt, was Sie mir dazu zu erzählen haben. Es sind im Grunde genommen 3 Objekte. Diese 3 Köpfe, die alle zwischen 1911 und 1940 entstanden sind. Und ich denke, an diesen 3 Skulpturen kann man meine Idee vom vergleichenden Sehen schön nachvollziehen. In der Mitte dieser geneigte Frauenkopf von Willem Lehmbruck aus dem Jahre 1911, in der der Körper und auch die Gesichtszüge noch sehr naturalistisch nachvollziehbar wiedergegeben sind. Pablo Picasso, der berühmte Maler, der ja während seines gesamten Lebens auch ein gleichbedeutendes bildhauerisches Werk geschaffen hat, das Porträt seiner damaligen Lebensgefährtin,
zeigt sehr deutlich, wie anders er mit den Körpervolumen umgeht als Lehmbruck zum Beispiel. Und dann wieder 10 Jahre später, 1940, 1941, kommen wir dann hier zu der Büste auf dem Doppelsockel von Alberto Giacometti. Die Büste, die auf diesem Sockel ist, der klumpenartig wirkt, ist ja kaum als eine solche zu erkennen. Also das ist wieder eine völlig andere Herangehensweise an die Dreidimensionalität wie bei Lehmbruck oder bei Picasso oder bei allen anderen Künstlern, die wir in der Ausstellung zeigen.